Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zur Besprechung der Prüfung im Bereich Löhne und Sozialversicherungen. Ich möchte kurz von Beginn weg die Erwartungshaltung klären. Es wird so sein, dass Ihre Mikrofone stumm geschalten sind und auch die Chatfunktion deaktiviert ist. Es wird von dieser Seite her ein Monolog sein. Meinerseits, ich werde durch alle Aufgaben gehen, werde die Knackpunkte erklären, die sich stellen bei diesen Aufgaben oder die Besonderheiten und werde dann Aufgabe für Aufgabe durchgehen, damit Sie entsprechend orientiert sind. Ich möchte gleich starten und zwar mit der ersten Aufgabe. Bei der ersten Aufgabe handelt es sich um eine typische Schlussprüfungsaufgabe. Es gibt zwei Varianten. Es gibt die Variante, dass eine AV-Abrechnung eines selbstständig Erwerbenden an der Prüfung kommen kann. Die wäre dann ein wenig komplexer. Hier haben wir eine AV-Abrechnung einer Unternehmung vor uns. Sehr wichtig im Lohn- und Sozialversicherungsbereich ist wirklich die Lesekompetenz. Das heißt, immer gut zu lesen, was ist gefragt, in welcher Form ist es gefragt. Ein Tipp von meiner Seite her, Sie sind ja berechtigt an der Prüfung durchaus auch auf die Lösungsblätter zu schreiben, also auch nicht, was nicht Lösung betrifft. Sie haben hier Angaben zu den speziellen Mitarbeitenden, die sind in der Regel nicht ohne Grund aufgelistet. Sobald ein Jahrgang oder auch ein Geburtsdatum vorhanden ist, ist das in der Regel im Sozialversicherungsbereich, Lohnbereich ein Hinweis darauf, dass es sich um spezielle Personen handelt, sprich die klassischen Beispiele hier sind, es wird ein Rentner in der Aufgabe vertreten sein in der Regel, es wird vielleicht jemand sein, der noch nicht pflichtig ist, also die 18 Jahre noch nicht erreicht hat oder es ist jemand, der zum Beispiel die ALV-Höchstgrenze von 148.200 Franken im Jahr übersteigt. Und genauso ist es auch hier. Wenn Sie sich die Jahrgänge beachten, dann sehen Sie, dass Fredi Krüger, Jahrgang 1950, das Rentenalter bereits erreicht hat und ebenso Susanne Meyer, Jahrgang 48, als Haushilfe beschäftigt ist, auch das Rentenalter bereits erreicht hat. Das heißt, in diesen beiden Fällen werden wir die entsprechenden Summen berücksichtigen müssen bzw. abziehen müssen von der pflichtigen Summe. Wenn Sie dann weiter die Aufstellung beachten, dann ist es so, dass die AV-Basis mit 2.800.000 definiert ist. Wir haben ja zwei Rentner in dieser Aufgabe und der jährliche Freibetrag, der von der ursprünglichen Lohnsumme zu subtrahieren ist, ist pro Person, die im Rentenalter ist, 16.800 Franken, also somit eigentlich 33.600 Franken und ich blätter hier nochmal nach oben. Das ist zufälligerweise genau die 2,8 Millionen überschreitende Summe. Das heißt, wir haben hier eine Basis von 2,8 Millionen vorliegen. Bei den aktuellen Sätzen, wir haben ja 2020 und das ist soweit auch erwähnt. Das heißt, wir haben ja die Veränderung gehabt im Bereich der AHV, die Erhöhung. Diese 0,15% pro Partei, also 0,35 insgesamt, somit ein Prozentsatz von 10,55%, der zur Anwendung gelangt. Bei den ALV-Beiträgen wiederum ist es so, dass ich einerseits die beiden Personen subtrahieren muss, summenmäßig, nämlich Fredi Krüger und Susanne Meyer, die ja Rentner sind, das heißt die beiden Einkommen, die 75.600 und die 34.200 kommen nicht zur Anwendung. Diese Personen sind ja bei Eintritt ins Rentenalter nicht mehr gegen Arbeitslosigkeit versicherbar. Dann ist es bei den beiden ersten beiden Personen, Kevin Rademacher und Thomas Geiser, ist es so, dass die beide über dem Jahreslohn von 148.200 liegen. Das heißt, hier müssen wir die Abgrenzung vornehmen. Das heißt, alles, was 148.200 übersteigt, muss entsprechend dann auch von dieser Summe wiederum subtrahiert werden. Die Berücksichtigung dieser Faktoren führt uns dann zu einer Gesamtsumme von 2.609.000 und entsprechend sind pro Partei ja 1,1% zu rechnen, somit 2,2%, die zur Anwendung gelangen. Aus den ersten beiden Personen erfolgt dann auch eine Aufrechnung für die ALV 2 oder für den ALV-Zusatz. Heißt in diesem Fall,
sind, dass hier 148, 200 übersteigende Lohn, der berücksichtigt werden muss in den beiden erstgenannten Fällen, Rademacher und Geisse. Und das führt uns zu einer Gesamtsumme dann von 114.800, die in diesem Bereich pflichtig werden, anteilig je 0,5% und somit mit 1% zu berücksichtigen. Bezüglich FAK-Beiträge, dort ist es ja immer so, dass man die Basis der AV-Beiträge nimmt. Das ist ein Fehler, den ich bei der Korrektur der Prüfungen sehr oft beobachte, dass man das vertauscht. Es gibt diese zwei Zeilen, FAK-Beiträge und Verwaltungskosten. Und es ist immer wichtig zu wissen, bei den FAK-Beiträgen nehme ich die Basis der AV-Beiträge und bei den Verwaltungskosten sind es die effektiven Beiträge, die Basis bilden für die Berechnung. Danach Totalbeiträge ist dann nur noch eine Addition der entsprechenden Beträge, abzüglich bereits den bezahlten Beiträgen und wir landen dann bei den 97.423 als Ergebnis. Dann gehen wir zu Aufgabe 2. Auch diese Aufgabe, eine recht typische Aufgabe für die Schlussprüfung. Was ist hier die Herausforderung? Eine Herausforderung ist ganz sicher, dass wir sehr viel Text haben. Das heißt, es braucht die Fähigkeit, aus dem Text die wesentlichen Informationen extrahieren zu können. Sie haben hier immer ein Geburtsdatum, also spielt das Alter offensichtlich eine Rolle und ist zu berücksichtigen. Wir haben zusätzlich in dieser Aufgabe die Erschwernis, dass nicht alle Beschäftigten über das ganze Geschäftsjahr hinweg angestellt waren. Das heißt, ich muss dann auch noch anschauen, wie sieht das aus bezüglich Beschäftigungsdauer. Und wir haben Helmut Grosser mit einem Jahreslohn von 9.600 mal 13. Er ist allerdings, oder er war in diesem Jahr nur von Januar bis Oktober angestellt. Das heißt, wir haben statt 10 Monatslöhne eigentlich nur statt 13 Monatslöhne haben wir nur 10 Monatslöhne plus den anteiligen 13. Monatslohn und davon haben wir eigentlich 10 Zwölftel. Und somit führt uns das zu dieser Summe von 104.000, die bei ihm als maßgebender Lohn anfällt. Der zweite Fall, Maria Völker, auch hier, ich würde als erstes mir persönlich für die Prüfungslogik, ich würde mir immer jeweils das Alter kurz aus dem Geburtsdatum, aus dem Jahrgang errechnen und somit das Alter errechnen, dann habe ich diese Information vorliegen und kann auch beurteilen, wie das aussieht. Meine Empfehlung auch hier ist, stellen Sie sich eine Lohnabrechnung vor, weil dann werden Sie auch bezüglich der Pflichtigkeiten die richtigen Entscheide fällen. Wir haben ja hier im zweiten Beispiel einerseits ein Dienstaltersgeschenk in der Höhe von 75% eines Monatslohnes, andererseits eine Kinderzulage von 250 Franken pro Monat und wir haben eine Ausbildungszulage von 250 Franken pro Monat. Anstellungsdauer ist das ganze Jahr, das ist insofern unproblematisch. Es stellt sich hier vor allem dann die Frage, wie sieht das Ganze dann aus? Und hier müssen wir schon unterscheiden, die Kinderzulagen sind dann auf dem Lohnausweis zu deklarieren, hingegen sind sie von der Sozialversicherungspflicht auf der Lohnabrechnung ausgenommen. Somit müssen wir uns nur auseinandersetzen mit dem eigentlichen Monatslohn und dem Dienstaltersgeschenk. Und haben somit 13 mal die 9,5, die zur Anwendung kommen, plus 75% oder 0,75 eines Monatslohnes in Form eines Dienstaltersgeschenks. Der nächste Fall, Hugo Bicci, ist unser erster spezieller Fall, weil er ja am 14.05.1955 geboren, das ordentliche Rentenalter erreicht. Und hierzu ist zu sagen, die Abzugsminderungen im Bereich der AV, die finden immer erst im Folgemonat der Erreichung des Rentenalters statt. Somit hat er ab dem 6. Monat, also sprich ab Juni, hat er die entsprechende Reduktion von 1.400 Franken. An dieser Stelle eine kleine Klammer noch. Die 1.400 Franken, die sind nicht nur pro Monat, sondern auch pro Arbeitgeber. Das heißt, wenn ein Rentner weiterarbeitet und er hat zwei Arbeitgeber,
dann hat er Anspruch darauf, dass bei beiden Arbeitgebern ein Freibetrag von 1.400 Franken in Anspruch genommen werden kann. Wir haben hier noch weitere Angaben wie den Monatslohn. Wir wissen, dass es keinen 13. gibt. Wir haben eine Anstellungsdauer von März bis Dezember. Und somit haben wir dann eigentlich die 10 mal 6, 4 minus 7 mal 1.400, also minus 7 mal den Abzug, den er machen kann. War er 10 Monate angestellt und 7 davon hat er Anspruch auf die Reduktion des Freibetrages. Nächster Fall Ursula Kamber. Auch hier 1970 geboren, ist also 50 Jahre, keine Einschränkung, was das anbelangt. Wir haben vorliegen 13 Monatslöhne. Wir haben 13.500 als Monatslohn eingesetzt. Und somit ist schon mal klar, wenn eine ALV-Problematik da wäre, dann wäre diese zu berücksichtigen, weil der Jahreslohn über 148.200 liegen würde. Hier haben wir nun den Eingang eines Unfalltaggeldes in der Höhe von 6.200 Franken im April und wir haben eine Anstellungsdauer, die über das ganze Jahr hinweg geht. Jetzt ist hier zu beachten, dass vor allem das Unfalltaggeld, wir haben ja zwei Sektionen bei den Taggeldern, wir haben Unfalltaggeld und Krankentaggeld, die im Fall der Lohnabrechnung sämtliche Sozialversicherungsbasen bei Eingang reduzieren. Und wir haben die EO und die MSC, die ausschließlich die Basis auf der MBU reduzieren. Das heißt, in diesem Fall werden wir die 13 mal 13,5 rechnen müssen, abzüglich der Eingang des entsprechenden Taggeldes, des Unfalltaggeldes, wie das auch rechts im Lösungsvorschlag beschrieben ist. Letzter Fall hier, Max Hintermann. 52 geboren, somit ebenfalls Rentner. Wir haben einen Monatslohn Februar bis Mai von 4.500 und von Juni bis Dezember 3,8. Und wir haben verdankenswerterweise keinen 13. Monatslohn, sonst müssten wir diesen noch anteilig ausrechnen. Die Anstellungsdauer war von Februar 20 bis Dezember 20. Das heißt, wir werden viermal, nämlich Februar bis Mai, den Lohn von 4.500 Franken berücksichtigen, siebenmal denjenigen von 3,8 und werden dann über die Dauer von 11 Monaten, weil er war ja nur von Februar her angestellt, die 1.400 Franken in Abzug bringen. Hier meine Empfehlung, nehmen Sie sich für diese Aufgaben wirklich Zeit. Man verrechnet sich sehr schnell. Schreiben Sie nötigenfalls auf einem Zusatzblatt Zwischenergebnisse auf, wenn kein Platz auf dem Lösungsblatt vorhanden ist oder nicht genügend Platz auf dem Lösungsblatt vorhanden ist. Aufgabe 3, hier folgt der Wechsel zur ALV. Für Sie sehr praktisch, hier besteht Aufgabenabhängigkeit. Das heißt, man wird ja darauf hingewiesen, man solle die Zahlen also Aufgabe 2 verwenden, somit besteht Folgefehlerproblematik. Gehen Sie also bitte nicht hin und ändern Sie nachträglich Ergebnisse hier ab auf Aufgabe 2 und lassen Sie es bei 3 stehen, weil dann sind Sie nicht mehr folgerichtig und somit wird die Folgefehlerproblematik nicht greifen. Also seien Sie konsequent falsch, wenn ich das so sagen darf, wenn Sie so etwas feststellen oder ändern Sie es dann bei beiden Aufgaben. Wir haben hier die Jahreslohnsumme für die ALV und das sind die unterschiedlichen Summen, die ich schon angesprochen habe. Wir haben zum Teil ja den CEO zum Beispiel, der 148.200 übersteigt. Wir haben andererseits haben wir zwei Rentner, die nicht mehr in der ALV versichert sind und somit auch nicht mehr dazu beitragen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sollten die Zahlen relativ einfach zu errechnen sein. Es braucht einfach recht viel Zeit, um diese Aufgaben zu lösen. Aufgabe 4 beschäftigt sich ebenfalls mit der ALV und auch hier eine sehr typische Aufgabe. Sie werden auch an dieser Schlussprüfung einzelne Aufgaben haben, die rein wissensorientiert sind und andere, wo Sie dann wirklich auch etwas berechnen müssen. Und hier Auftrag 1 ist ganz klar, nur wissensorientiert, ist eine reine Wissensfrage.
Und hier geht es um Folgendes. Wir haben eine Person vorliegen, die vor einem halben Jahr krank wurde, zu 100% arbeitsfähig, unfähig geschrieben wurde vom Arzt und das Arztzeugnis lautet auf krank bis auf Weiteres. Es ist also nicht abzusehen, dass die Person vorläufig gesunden würde. Und wir haben die Situation, dass der Person gekündigt wurde. Diese Person wird kein ALV-Taggeld erhalten, weil eine Voraussetzung für den Erhalt von Taggeld, von ALV-Taggeld, ist die sogenannte Vermittelbarkeit. Und wer krank ist, ist nicht vermittelbar. Im zweiten Auftrag wiederum geht es um eine Person, die 150.000 Franken Jahreslohn hat und somit sollte eigentlich schon die Alarmglocke schrillen und uns sagen, okay, das ist jemand, der die 148,2, die als oberer Grenzwert in der ALV festgelegt sind, überschreitet. Wir haben des Weiteren die Angabe, dass zwei schulpflichtige Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren vorhanden sind und die Person ist offensichtlich unterhaltspflichtig gegenüber diesen Kindern. Das hilft uns schon. Wir haben einerseits die Begrenzung, wir haben andererseits die Gewähr, dass wir bei 80% liegen werden. Sobald das Unterhaltspflichten gegenüber Kindern vorhanden sind, dann liegt man bei 80%. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass man eine sehr spezielle Konstellation an der Prüfung bringen würde. Es gibt noch eine Konstellation, wo Personen trotzdem Anspruch haben auf 80% des Taggeldes. Das wäre, wenn der monatliche Lohn 3.797 Franken nicht überschreitet, dann hebt die ALV, auch wenn keine Unterstützungs- oder Unterhaltspflichten vorhanden sind, den Prozentsatz von 70 auf 80 an, weil es sich um ein sogenanntes geringfügiges Einkommen im Sinne der ALV handelt. Zu unserer Berechnung. Wir orientieren uns also an der monatlichen Höchstgrenze von 12.350. Und jetzt kommt die Knacknuss dieser Aufgabe. Vielleicht haben auch Sie bei Ihrem Bildungsanbieter gelernt, dass bei einem Monatslöhner, wenn man den Tageslohn rechnen möchte, zum Beispiel für die Ferienauszahlung, dass man dann in der Regel ja durch 21,75 teilt. Und was ich sehr oft sehe an der Schlussprüfung, ist, dass diese beiden Divisoren verwechselt werden. Die Leute rechnen dann vielfach ALV durch 21,75 und rechnen dann bei einem Ferientag, der ausbezahlt werden soll, mit 21,7. Bitte beachten Sie das. Die ALV rechnet hier mit 21,7 als durchschnittliche Arbeitstage. In diesem Kontext kann ich Ihnen auch noch den Tipp mitgeben, das ALV-Taggeld ist eines der wenigsten Taggelder, die mit 5 Tagen rechnet. Alle übrigen bekannten Taggelder wie UVG, KTG, EO und MSC sind immer auf die Kalenderwoche fixiert, das heißt, gehen immer von 7 Tagen aus. Wenn dann der Divisor richtig ist, ist weiter die Berechnung des effektiven Taggeldes nicht weiter schwierig, unter der Prämisse, dass wir verstanden haben, dass Unterhaltspflichten vorhanden sind und somit der Prozentsatz von 80% zur Anwendung gelangt. Auftrag 3 wiederum ist eine klassische Wissensaufgabe und ich habe die Prüfung oder diese Aufgaben geschrieben, als schon Corona-Zeit war und bin davon ausgegangen, Sie werden alle wissen, dass es eine Kurzarbeitsentschädigung gibt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Weil jetzt kam sie ja in veränderter Form auch zum Zuge in der Corona-Krise. Das heißt, die Kurzarbeitsentschädigung ist eine weitere Leistung. Dann vor allem auf dem Bau- und Baunebengewerbe existiert die sogenannte Schlechtwetterentschädigung, klassisch in der Winterzeit, wenn zum Beispiel aus Temperaturgründen oder auch Schneefall, starker Schneefall, nicht mehr auf dem Bau- oder Baunebengewerbe gearbeitet werden kann. Dann gibt es eine dritte Kategorie von Entschädigungen, das sind die sogenannten Insolvenzentschädigungen. Inhalt ist folgender: Die Unternehmung wird zahlungsunfähig, kann die Löhne der Mitarbeitenden nicht zahlen. Da springt die ALV ein und zahlt maximal 4 Monate lang den Monatslohn den entsprechenden Mitarbeitenden als Härtemilderung in diesem Sinne oder als Sozialaspekt.
Als Joker habe ich hier noch eingesetzt die Bezahlung von Wiedereingliederungsmaßnahmen. Die ALV unterstützt ja, wenn sich zum Beispiel durch Wandel in der Arbeitswelt gewisse Jobs nicht mehr vorhanden sind oder sich der entsprechende Arbeitnehmer die Qualifikationen nicht mehr mitbringen kann für den aktuellen Arbeitsmarkt, auch die Bezahlung von Wiedereingliederungsmaßnahmen. Dann gibt es mit Aufgabe 5 den Wechsel zum UVG und auch hier zuerst wieder eine reine Wissensfrage, die in der Regel doch sehr einfach beantwortet werden kann. Hier im Prinzip nichts anderes gefragt als die Voraussetzung, damit ich obligatorisch MBU versichert bin, und das ist im Durchschnitt mindestens 8 Stunden pro Woche beschäftigt, dann bin ich obligatorisch MBU versichert. Also diese Aufgabe sicher relativ einfach zu lösen. Auftrag 2 ist dann ein Klassiker im UVG-Bereich. UVG wird sehr gerne an der Prüfung geprüft auch, weil halt UVG auch das einzige Taggeld ist, das nicht die gleiche Basis für die Berechnung des Taggeldes aufweist wie die anderen, sprich KTG, EO und MSC. Beim UVG ist es ja so, dass nebst dem Jahreslohn AHV auch sämtliche Familienzulagen in die Berechnung des Taggeldes inkludiert werden. Das heißt de facto nicht, dass ich dann Kinder- oder Ausbildungszulagen nicht ausbezahlt bekomme. Es geht lediglich darum, für die Errechnung der entsprechenden Taggeldbasis diese Familienzulagen zu berücksichtigen. Bitte denken Sie daran, dass diese Zulagen, seien es Kinder- oder Ausbildungszulagen, 12-mal im Jahr ausbezahlt werden und somit 12-mal die entsprechenden Beträge zu berücksichtigen sind. Es könnte an der Schlussprüfung auch sein, dass man Ihnen keine Angaben macht bezüglich Höhe der Kinder- oder Ausbildungszulage. Jetzt gibt es eine bundesweite Höhe, die ist bei den Kinderzulagen bei 200 Franken angesiedelt und bei den Ausbildungszulagen bei 250 Franken, und die Kantone haben die Souveränität, eigene Kinder- und Ausbildungszulagen festzulegen, die auch tatsächlich differieren können. In diesem Fall haben wir verdankenswerterweise die Kinderzulagen erwähnt. Das heißt, wir haben für beide Kinder je 300 Franken pro Monat und somit eigentlich 2 mal 3.600, die zum Lohn gerechnet werden. Das sieht man sehr schön hier auch. Und dieser Betrag wird dann gekürzt auf 148.200. Ich möchte noch kurz etwas zu den ersten beiden Punkten sagen, weil auch hier das Ganze sehr wichtig ist. Das Unfalltaggeld kennt ja die Karenzfrist, und die Karenzfrist ist so festgelegt, dass der Unfalltag, wann immer er auch ist, auch wenn er am Wochenende ist, es wird ja mit 7 Tagen gerechnet, plus die 2 darauf folgenden Tage nicht zum Taggeld herangezogen werden. Also die sind nicht besoldungspflichtig. Wäre in diesem Fall, wären das die ersten 3 Tage, also Unfalltag 8. plus 2 Folgetage, 9. und 10., die nicht besoldet sind. Jetzt ein großer Fehler, der an der Schlussprüfung in der Regel passiert, ist dann die Berechnung der entsprechenden Tage, die für das Taggeld herangezogen werden. Wir haben ja dann in diesem Fall vom 11.04. bis am 30.04. Taggeld für den April. Und viele gehen dann so vor, dass sie rechnen 30 minus 11 und sind dann bei 19 Tagen. Die vernachlässigen jedoch, dass der 11. ja schon bereits besoldet ist. Das heißt, man kann das nicht einfach für den ersten Monat subtrahieren. Man kann das dann anschließend für die Folgemonat, also wenn die gesamte Tage gefragt sind, dann kann man das entsprechend für die Folgemonat dann schlichtweg addieren oder subtrahieren in diesem Sinne. Aber für den ersten Monat gilt das nicht, weil der Tag, den man ja wählt, dann der 11., der ist bereits besoldet. Also darum sind das 20 und nicht 19 Tage. Ein Fehler, den ich viel sehe in der Prüfung. Wenn dann anschließend das Taggeld feststellt, also die Basis feststellt, dann ist Folgendes noch zu beachten. UVG-Taggeld ist eines der Taggelder, die als Divisoren 365 aufweisen. Ich habe mir persönlich eine Eselsleiter gebastelt, und die sieht so aus.
sämtliche Taggelder, die auf G wie Gustav enden, also KTG, UVG, weisen den Devisor 365 auf und reduzieren sämtliche Sozialversicherungsbasen. Alle anderen, EO, MSC, werden durch 360, also durch das kaufmännische Jahr, geteilt und reduzieren ausschließlich die Basis MBU. So kann man sich das vielleicht eher merken. In diesem Fall gelangen wir dann zum maximalen Taggeld. Das maximale Taggeld im UVG-Bereich ohne Zusatzversicherung liegt bei 324,82. Dieses mal 20 Tage gerechnet und dann anschließend gerundet, ergibt dann den Betrag von 6,496,40. Auftrag 3 geht dann einen Schritt weiter, und zwar wird hier noch ein gewisses Vorstellungsvermögen gefragt, weil man möchte ja wissen, wie hoch wird dann der Abzug sein für das MBU auf der entsprechenden Abrechnung. Und wenn wir das hier sehen, dann haben wir einerseits die Komponente Monatslohn, das heißt die 12.000, die zur Anwendung gelangen werden. Man stelle sich wieder eine Lohnabrechnung vor. Und jetzt ist es ja so, dass Taggeld eingegangen ist. Das würde ich ja in der Regel auf der Lohnabrechnung aufführen. Eingang Taggeld 6.496,40. Korrektur Taggeld 6.496,40 minus. Und die Basis verringert sich dann für die MBU, weil es geht im Moment nur um die MBU. Es ist ja für alle Basen wäre dies der Fall. Aber in diesem Fall betrifft es ja ausschließlich die MBU, die berechnet werden muss. Also muss ich von diesen 12.000, die grundsätzlich die Basis bilden würden, muss ich das entsprechend subtrahieren. Wenn nun Ihre Frage war, weshalb werden die Kinderzulagen nicht herangezogen, dann habe ich die schon vorgängig beantwortet. Sie sind ja nicht sozialversicherungspflichtig. Sie sind dann erst auf dem Lohnausweis einzurechnen in Ziffer 1. Und somit habe ich 12.000 minus das eingegangene Taggeld. Meine neue Basis für die Berechnung der MBU beträgt 550,360. Ich trage, und das ist ja legitim gesetzlich, der Arbeitgeber hat mir das MBU überwälzt, das heißt, ich trage die gesamte Prämie. Somit rechne ich 1,2% von dieser neuen Basis und lande bei 66,05 Franken. Auch hier bitte beachten, hat man den Auftrag 2 falsch berechnet, liegt wieder Folgefehlerproblematik vor. Es gilt das Gleiche, das ich zuvor bei der Aufgabe gesagt habe, der AV. Das heißt, hier konsequent bleiben, konsequent falsch weiterrechnen, wenn es so ist, oder dann wirklich beide Aufgaben auch korrigieren. Wir wechseln damit Aufgabe 6 in den Bereich des BVG. Und auch hier, das ist ein Klassiker, der die Leute meistens verwirrt. Wir haben ja bei beiden Aufträgen, haben wir jeweils, ich blätter da ein bisschen, haben wir die Bekanntgabe eines Zinses auf dem Alterskapital, und der hat in dieser Aufgabe eigentlich nur einen Zweck, Sie zu verwirren. Weil die Berechnung ist sehr einfach, man rechnet das Alterskapital mal den entsprechenden Umwandlungssatz bei Auftrag 1 und man rechnet die 35% im Leistungsprimat vom koordinierten Lohn in Auftrag 2. In beiden Fällen kommt der Zins nicht zum Tragen. Hier kommt in dieser Aufgabe zusätzlich die Lesekompetenz zur Anwendung. Wenn halt steht, berechnen Sie die monatliche Altersrente und man vergisst, durch 12 zu teilen, dann hat man dann halt auch nicht die gesamten Punkte. Also bitte wirklich nochmal gut lesen, was ist gefragt. In diesem Fall war die monatliche Altersrente in beiden Aufträgen gefragt. Wir sehen, Leo Leoni mit dem Leistungsprimat hat eine leicht höhere Rente in diesem Bereich. Sie kommt 249,19 Franken bzw. 249,20 Franken. Berechnungsmechanismus ist bei beiden Aufträgen der gleiche. Auftrag 3, sehr einfach darum, wenn man weiß, dass der maximal koordinierte Lohn, bitte beachten Sie dort, ich meine, das sei auf dem Grenzwertblatt des VEBs nicht ganz richtig eingetragen. Man spricht dort bei den 60.435 von einem maximal versicherten Lohn. Das ist mindestens BVG-mäßig nicht ganz korrekt, weil der maximal versicherte Lohn liegt bei 85.320.
abzüglich Koordinationsabzug von 24.885. Und deshalb ist der maximal koordinierte Lohn bei 60.435. Und wir sehen ja, dass der koordinierte Lohn in diesem Fall 125.115 beträgt. Also ist somit eigentlich völlig klar, dass Leo Leoni überobligatorisch versichert sein muss. Sonst wäre es ja bei diesen ominösen 60.435 angesiedelt. Aufgabe 7, ebenfalls ein sehr typischer Vertreter für den Bereich BVG. Auch hier, die Mechanismen sind an und für sich immer die gleichen. Sie werden eine Person haben, die vorzugsweise Rentner ist. Sie werden im BVG-Bereich jemanden haben, der vielleicht die Eintrittsschwelle von 21.330 nicht erreicht. Sie werden jemanden haben, der die Höhe der maximalen Einzelrente AV, die liegt bei 28.440, nicht erreicht und deshalb den minimalversicherten Lohn von 3.555 aufweist. Sie werden jemanden haben, der noch nicht 25 ist und deshalb bei einer solchen Person die Sparbeiträge noch nicht erhoben werden, sondern lediglich die Risiken berücksichtigt werden. Und somit empfehle ich auch hier, schreiben Sie sich das Alter, gerade wenn Sie eine Spalte haben, wie sie hier ist, wo die auch noch Platz bietet, das Alter zu notieren, schreiben Sie sich doch kurz das Alter hinter das Geburtsdatum, weil das ist auch wieder hilfreich, um die Lage beurteilen zu können. Wir haben zuerst Bernd Liebscher und hier sehen wir gleich, Bernd Liebscher ist 66 Jahre alt, somit ist es völlig klar, dass er nicht mehr BVG-pflichtig ist. Ich muss vielleicht dazu noch Folgendes sagen, in der Realität kann ich mit einer eigenen PK-Stiftung meine Mitarbeitenden bis zum Alter von 70 Jahren einzahlen lassen. Für die Prüfung gilt, wer das Rentenalter erreicht, ist nicht mehr BVG-pflichtig. Also der Rentner hat ja diese drei Besonderheiten. Er hat diesen Freibetrag von 1.400 oder 16.800 Franken pro Jahr im Bereich der AV-Basis. Er ist nicht mehr der ALV unterstellt, also nicht mehr gegen Arbeitslosigkeit versicherbar, somit auch keine Abzüge. Und der dritte Punkt ist, er ist nicht mehr BVG-pflichtig. Das sind die drei Punkte, die im Kontext der Prüfung zu beachten sind. Wir haben also den ersten Fall als Rentner. Dann haben wir Sandra Hofstetter mit einem Jahreslohn von 28.100. Sie liegt also 340 Franken unter der maximalen Einzelrente AHV. Weshalb erwähne ich das? Die Systeme hängen ja voneinander ab. Das heißt, der Koordinationsabzug beträgt ja 7/8 einer maximalen Einzelrente. 7/8 einer maximalen Einzelrente. Der minimal versicherte Lohn 1/8 einer maximalen Einzelrente. Und somit kann man immer die Aussage machen, wenn der Jahreslohn unter diesen 28.440 liegt, dann kommt der minimal versicherte Lohn von 3.555 zur Anwendung. Bei Sandra Hofstetter, da sie schon 25 Jahre ist, werden beide Bereiche erhoben, also sowohl Risiko wie Sparen. Bei, wen haben wir noch? Daniel Thalmann, ein ganz ähnlicher Fall, wenn ich eine Zeile übergehe. Er ist Jahrgang 97, also mit 23 auch wieder minimalversicherter Lohn, aber nur 3%. Und wenn ich dann zu Yves Schacko zurückkehre, das ist der Normalfall. Das heißt, hier werde ich rechnen 80.000 minus Koordinationsabzug 24.885 und lande dann auf der Basis von 55.115. Renate Wies, auch ein typischer Fall. Sie haben jemanden dabei, der den maximal versicherten Lohn übersteigt. Hier muss ich also kappen bei 85.320, beziehungsweise ich kann gleich das mit dem maximal koordinierten Lohn rechnen von 60.435. Das führt dann eigentlich zum Maximum in diesem Fall, das möglich ist. Leandra Ober, sie hat 21.170 aufgepasst. Noch 2019 war das 21.150. Mittlerweile ist aber die Eintrittsschwelle 21.330. Und somit, also eigentlich Koordinationsabzug minus 3.555 oder 6/8 einer maximalen Einzelrente.
Und somit ist sie nicht obligatorisch versichert. Also sie unterschreitet die Eintrittsschwelle. Die Berechnung dann der Totalprämien wiederum ist eine reine Multiplikation. Auf den Wert gehe ich nicht weiter ein. Aufgabe 8. Hier wechseln wir zur IV. Auch IV in der Regel sind nicht sehr viele Aufgaben. Es kann sehr wohl mal eine Wissensaufgabe, also eine Wissensaufgabe kommen. Auch sehr oft oder auch sehr beliebt ist die Berechnung des IV-Grades. Die haben wir hier vorliegen und das kann man sich relativ einfach merken. Es gibt zwei Faktoren, die entscheidend sind bei der Berechnung des IV-Grades. Das ist einerseits das Einkommen vor Eintritt in die IV, das sogenannte validen Einkommen, in diesem Fall 90.000. Und es gibt die Erwerbseinbuße, die ergibt sich durch das vorherige Einkommen abzüglich jetzt mit IV erzielbare Einkommen. Das ist dann die Differenz eigentlich zwischen validen und invaliden Einkommen. Diese Differenz entspricht der Erwerbseinbuße. Diese Erwerbseinbuße wird ins Verhältnis gesetzt zum Einkommen vor Eintritt und ergibt mir dann einen entsprechenden Prozentsatz. Hier wichtig zu wissen und sicher auch von Ihrer Bildungsinstitution entsprechend vermerkt, ab 40% ist es eine Viertelrente, ab 50% ist es eine sogenannte halbe Rente, ab 60% ist es eine Dreiviertelrente. Und ab 70% liegt Vollinvalidität, also eine Vollrente, vor. Das heißt, wir haben hier einen Satz von 55,55%, was für Auftrag 2 relevant ist, weil hier geht es wiederum darum, dass gemäß der Rentenskala 44, das ist eine Skala, die für Einkommensbänder dann eigentlich die Höhe einer Vollrente festlegt, und anhand der entsprechenden tatsächlichen Rente, ob das eine halbe, drei Viertel oder eine Viertelrente ist, kann man dann effektiv auch errechnen, wie hoch das die Rente sein wird. In diesem Fall haben wir eine halbe Rente vorliegen und somit sind von diesen 1915 50% zu berücksichtigen, was dann dem Betrag von 957,50 entspricht. Dann gehe ich sehr gerne zur Aufgabe 9. Hier ist es folgendermaßen, als Prämisse können Sie davon ausgehen, dass ein Lohnausweis in dieser Komplexitätsstufe in der Regel ohne Wegleitung zum neuen Lohnausweis abgegeben, also als Aufgabe abgegeben wird. Das Verständnis dürfte sein, dass das Lösen eines Lohnausweises auf diesem Niveau ohne Konsultation der entsprechenden Wegleitung möglich sein muss. Nehmen Sie sich für diese Aufgaben auch Zeit. Das ist ein Tipp. Ich werde am Schluss noch ein paar Punkte erwähnen, die mit Prüfungsintelligenz zu tun haben. Wenig mit Wissen, wenig mit Anwendung, sondern schlichtweg mit dem Bedürfnis und dann mit dem richtigen Vorgehen, um eine Prüfung zu bestehen. Hier haben wir einige Facts, die angegeben sind bezüglich Monatslohn. Besteht ein Anrecht auf einen 13. Monatslohn. Wir haben Angaben zu den Kinderzulagen, zu einem Dienstaltersgeschenk, zum MBU-Satz, KTG-Satz und so weiter und so fort. Sie sehen hier im Lösungsvorschlag auch die Bepunktung. Ich habe die hier im Lösungsvorschlag erwähnt. Ich werde gerade kurz auf den Lohnausweis selbst eingehen, bevor dass ich auf die Teilaufgabe A eingehe, weil es ist mir ein echtes Anliegen, dass Sie die Punkte ins Trockene bringen, die auch wirklich einfach zu machen sind. Und ich kann Ihnen eines sagen aus meiner Erfahrung, sicher 50% der Kandidatinnen und Kandidaten vergisst das Kreuz bei A für Lohnausweis zu setzen. Und wenn Sie sich kurz anschauen, und das ist eine realistische Bepunktung, die ich hier vorgenommen habe, dass das Kreuz bei Ziffer A schon mal 0,5 Punkte gibt, dann ist der Aufwand doch relativ klein, um einen halben Punkt zu erreichen. Er wird dann eigentlich noch kleiner, wenn ich das Kreuz bei F setze. Was immer der Fall ist, sobald das jemand ein Geschäftsfahrzeug zur privaten Nutzung überlassen hat, weil dann darf er diesen Abzug nicht mehr geltend machen in der Steuererklärung und somit ist das Kreuz bei F
zwingend zu setzen. Einzige Ausnahme wäre, wenn es effektiv einen Abzug in der Höhe dieser 0,8%, die als Aufrechnungsfaktor monatlich vorgeschrieben sind, beziehungsweise jährlich 9,6% geben würde auf der Lohnabrechnung. Also wenn man das wirklich als Abzug deklarieren würde, dann könnte man hier auch wieder die Abzüge vornehmen. Aber Sie sehen, diese beiden Kreuze, und ich würde sagen, der Aufwand ist nicht riesig, ergeben doch zusammen bereits 2 Punkte von entsprechend insgesamt 10 Punkten. Also ein Fünftel der Punkte haben Sie sich schon beschafft, wenn Sie die beiden Kreuze machen. Dann sind die restlichen Komponenten von der Zusammenstellung her, würde ich mir das auf einem Beiblatt aufschreiben. Wenn Sie Mühe haben, sämtliche Daten aufzusummieren, ich habe eine Erläuterung dazu gemacht, die ich Ihnen gerne auch zeige. Wie gelange ich zu diesen entsprechenden Zahlen, Lohnziffer 1? Und zwar sind das die 13 Monatslöhne, die 119.600 ergeben. Und dann die 3 Kinderzulagen, also insgesamt 750, 3 mal 250 mal 12, das sind dann die 9.000, weil Kinderzulagen zwar auf der Lohnabrechnung nicht den Sozialversicherungen unterliegen, aber in der Steuererklärung, sprich auch auf dem Lohnausweis, in Ziffer 1 zu integrieren sind. Wir haben also eine Basis oder eine Lohnziffer 1 von 128.600. Ich gehe zurück zum eigentlichen Lohnausweis. Dienstaltersgeschenk ist bei unregelmäßigen Leistungen aufgeführt, weil ja das nicht jedes Jahr erfolgt, somit eine gewisse Unregelmäßigkeit gegeben ist. Und wir landen bei einem Bruttolohn von 137.296. Die eigentliche Knacknuss der Lohnausweisaufgabe liegt in der Regel in der Ziffer 9. Das ist einerseits die Erkenntnis, wenn man den Text wirklich gut liest, dann wird man hier nirgends KTG sehen. Das hat 2 Gründe. KTG ist hier nicht aufzuführen, das wäre die eine Begründung. Entschuldigung. Und die andere ist tatsächlich, dass KTG die einzige fakultative Sozialversicherung ist. Und deshalb ist sie hier ebenfalls nicht aufgeführt. Nicht jeder ist KTG versichert. Ich kann ja auch grundsätzlich darauf verzichten, mein Personal KTG zu versichern. Jetzt die Berechnung dieser Beiträge erfordert eine gewisse Vorstellungskraft oder dann muss man sich die Angaben notieren. Ich habe das hier aufgeführt. Was bildet die Berechnung als Basis für die Sozialversicherung? Wir haben einerseits den Monatslohn, wir haben andererseits das Dienstaltersgeschenk, das zur Anwendung kommt. Und hier, wir sind ja hier auf dem Niveau des der Lohnabrechnung und somit sind die Kinderzulagen, wie bei der Lohnabrechnung selbst, ja nicht zu berücksichtigen. Das heißt, wir haben nur noch den Privatanteil Auto und dieser ist für die Sozialversicherung ja auch in der Lohnabrechnung oben im Bruttolohn einzurechnen und dann nach Nettolohn 1 auf der Lohnabrechnung wieder zu entlasten. Wird also hier eingerechnet und das Ganze führt uns zu einer Lohnbasis von 128.296 und Sie haben hier in der Mitte farblich gekennzeichnet dann die entsprechenden Berechnungen der Basen. Das heißt, ich rechne die 5,25% im Bereich der AV, IV, EO, die 1,1% im Bereich der ALV und die 0,95% im Bereich der MBU. Das sind die 3 Angaben und diese aufsummiert führen uns dann zur Totalsumme von 9.398 Franken. Die berufliche Vorsorge wiederum ist erwähnt. Wir landen dann bei einem Nettolohn entsprechend von 121.358. Ich möchte ebenfalls noch etwas sagen zur Ziffer 13.1.1. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von Ihnen den Betrag eingesetzt haben. Das ist nicht notwendig. Es reicht bei effektiven Spesen, das Kreuz zu setzen bei 13.1.1. Ich würde nicht davon ausgehen, dass kein Prüfungsautor das bestraft, wenn man es trotzdem macht. Ich habe es hier nicht bestraft in meinem Lösungsvorschlag, aber es könnte sehr wohl sein, weil es ist nicht notwendig. Wenn dann der Steuerkommissär Details dazu wünscht, dann muss man die Details anliefern können. Eine weitere Bemerkung zu Ziffer 15. Ich habe hier noch für die private Steuererklärung, falls relevant, den KTG-Anteil aufgeführt.
ist fakultativ. Also wenn Sie das nicht gemacht haben, dann haben Sie nichts falsch gemacht. Das ist keine Pflicht. Wahlweise könnte man hier auch noch den Außendienstanteil aufführen einer Person, die ein Firmenfahrzeug hat, weil das die Steuerpflichtigkeit mindern würde, wenn das zum Beispiel ein Fahrzeug ist, die Privatanteils durch den Steuerkommissär ganz sicher zu reduzieren. Das wäre der Teil Lohnausweis. Ich möchte es aber nicht versäumen, auch noch kurz auf die Teilaufgabe 1 einzugehen. Auch hier ein paar Bemerkungen von mir. Ich kann mir sehr gut vorstellen und würde es überhaupt nicht ausschließen, dass nicht wie in diesem Fall das Anschaffungsjahr der Mehrwertsteuersatz genannt wird. Also genauso in diesem Bereich, 2016 wurde es angeschafft, weil man davon ausgeht, dass Sie als Fachleute Finanz- und Rechnungswesen wissen, wann die Mehrwertsteuer umgestellt hat. In diesem Fall muss ich tatsächlich von 8% Mehrwertsteuer ausgehen. Basis für die entsprechende Berechnung bildet ja immer der Anschaffungswert exklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, die 3.696 Franken entsprechen 9,6% des Anschaffungswertes exklusive Mehrwertsteuer. Somit mache ich genau das Umgekehrte. Ich teile diese 3.696 Franken durch 9,6. Dann bin ich bei einem Prozent. Mal 100 sind 100%. Mal 108% oder mal 1,08. Dann sind wir beim Anschaffungswert inklusive 8% Mehrwertsteuer. Also hier logisch durchgerechnet sind das einfache Punkte, die gemacht werden können. Wir gehen zur letzten Aufgabe und auch hier habe ich ein paar Bemerkungen. Sie sehen, wenn ich das kurz auch noch erwähnen darf, wir haben hier rein in den letzten beiden Aufgaben haben wir insgesamt 10 Punkte für den Lohnausweis und 9,5 Punkte, glaube ich, zu wissen für die Lohnabrechnung. Das heißt, hier machen Sie am Ende des Tages gut ein Drittel der Punkte. Und ich werde danach noch mal kurz darauf eingehen im Bereich der Prüfungsintelligenz, der sogenannten, was hier zu beachten ist. Zuerst möchte ich mich fokussieren auf die Lohnabrechnung selbst. Ein typischer Vertreter und die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Lohnabrechnung in diesem Bereich an der Prüfung kommen wird, die tendiert gegen 100% hin. Also in der Regel kommt was in dieser Art, ganz sicher. Wir haben hier Andreas Bütikofer. Wir sehen, er ist am 12.01.55 geboren. Auch hier wieder kurz rechnen. Okay, der wurde im Januar dieses Jahres wurde der 65. Er arbeitet seit 20 Jahren bei der S-Care AG. Seine Einsätze sind offensichtlich unregelmäßig, aber umfassen doch wöchentlich im Durchschnitt 10 Stunden mindestens. Auch hier wieder der Hinweis mit dem Zaunpfahl. Der Typ ist dann ganz sicher MBU versichert, weil er arbeitet mehr als mindestens 8 Stunden pro Woche. Und somit ist er obligatorisch versichert. Und wir haben auch gleichzeitig noch den Hinweis, ja, durch das Geburtsdatum, dass es sich um einen Rentner handelt. Durch die erste Angabe vereinbarter Stundenlohn ist uns auch noch bekannt, dass wir mit einem Stundenlöhner konfrontiert sind. Und spätestens jetzt muss mir bewusst sein, auch wenn das nicht so explizit stehen würde, wie es hier steht, dass zwingend eine Ferienentschädigung zur Anwendung gelangt. Und bitte, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, dass es auch eine Aufgabe sein könnte, die einen Stundenlohn beinhaltet, aber keine Angabe zu einer Ferienentschädigung macht. Und auch keine Angabe zu einem Urlaubsguthaben pro Jahr macht, dann in diesen Fällen, bitte gehen Sie davon aus, es ist gemäß OR 329, das gesetzliche Minimum an Urlaub beträgt 4 Wochen bis zum bitteren Ende, also sprich, bis ich in Rente gehe. Alle Besserstellungen dürfen gemacht werden, weil es handelt sich um eine relativ zwingende Bestimmung im OR, aber das gesetzliche Minimum beträgt bis zum Ende der Erwerbszeit 4 Wochen. Und somit ist, wenn nichts erwähnt wird, davon auszugehen, dass eine Ferienentschädigung von 8,33% zur Anwendung gelangt.
Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, das zu memorisieren. Sie können sich die Prozentsätze auswendig erarbeiten. Für 4 Wochen beträgt der Prozentsatz 8,33%. Für 5 Wochen ist er 10,64% und für 6 Wochen ist er 13,04%. Oder es gibt auch eine Formel, Anzahl Ferienwochen mal 100 durch 52 minus Anzahl Ferienwochen. Und mit dieser Formel können Sie sogar auch nicht vollständige Wochen rechnen. Ich mache kurz ein Beispiel. Jemand hat 23 Tage Urlaub, dann rechnen Sie das einfach in Dezimalen. Das heißt, er hat sicher mal 4 Wochen, also hat es mal eine 4 oben auf dieser Formel. Und jetzt muss ich ja nur noch wissen, wie viel sind die 3 Tage in Dezimalen. Wenn jemand ein Vollzeitpensum hat, dann arbeitet er 5 Tage und somit hat er noch zusätzlich zu den 4 Wochen 3 von 5 Tagen oder 3/5 oder in Dezimalen 0,6. Somit würde ich in diesem Fall in die Formel einsetzen, 4,6 mal 100 durch 52 minus 4,6 und könnte jede beliebige Ferienentschädigung korrekt ausrechnen, ohne dass ich die 3 Zahlen kenne. Das ist ein Tipp von meiner Seite. Und schreiben Sie sich das wirklich gleich, wenn eine Stundenlöhneabrechnung kommt, schreiben Sie sich groß hin Ferienentschädigung, weil das geht wirklich gerne vergessen. Im Bereich der Feiertagsentschädigung, was ist dazu zu sagen? Feiertagsentschädigung ist eine fakultative Ausschüttung. Das heißt, wenn nichts steht bezüglich Feiertagsentschädigung, dann wird auch nichts gerechnet. Hier an dieser Stelle ein kleiner Appell an meine Prüfungsautorenkollegen. Man sollte immer angeben, was ist die Basis. Es gibt verschiedene Berechnungsformen für die Feiertagsentschädigung, und zwar eigentlich insgesamt 4. Es gibt die Formel, die mit 261 Arbeitstagen rechnet, davon ausgehend, dass 365 Kalendertage vorliegen, minus 52 Sonntage, minus 52 Samstage, also 365 minus 104, somit 261 Tage. Und es gibt diejenigen Berechnungsformen, die von 260 Tagen ausgehen. Grundsätzlich sind in der Praxis beide erlaubt. Somit schon mal 2 Formen. Und man würde, die Formel wäre dann Anzahl Feiertage mal 100 durch 260 oder 261 minus Anzahl Feiertage. Es gibt aber zusätzlich auch noch die Formel, die beiden Formeln mit 260 und 261, die als Divisor nicht 260, 261 minus Anzahl Feiertage einsetzen, sondern 261 oder 260 minus Anzahl Ferientage minus Anzahl Feiertage. Auch die wären vom Grundsatz her erlaubt. Sollte in der Aufgabe nichts stehen, und ich kann das leider nicht verhindern, dass es vielleicht trotzdem der Fall ist, dass nichts steht, gehen Sie bitte von der erstgenannten Berechnungsformel aus, 260, also als Divisor einsetzen bitte, 260 minus Anzahl Feiertage, und oben setzen Sie Anzahl Feiertage mal 100 ein. Hier haben wir das Glück, dass es gleich prozentual angegeben ist. Somit muss ich die ganze Rechnerei nicht durchführen. Und ich habe auch noch eine Angabe, was ist die Basis für die Berechnung der Feiertagsentschädigung. Und das ist somit der ausmultiplizierte Stundenlohn. Das wäre meine Erwartungshaltung, wie Ihre Prüfungsaufgabe auch daherkommen sollte, wenn alles gut läuft. Die gesetzlichen Abzüge sind erwähnt. Wir haben MBU, KTG, wir haben BVG, wir haben effektive Spesen und wir haben auch sehr beliebt in der Lohnabrechnung, ob jetzt Stundenlöhne oder Monatslöhne, die Angabe, dass Rekaschecks im Wert von 800 Franken für 300 Franken abgegeben wurde. Auch hier mache ich kurz die Klammer auf. Bei Vergünstigungen von bis zu 600 Franken pro Jahr unterliegen die Rekaschecks nicht der Sozialversicherungspflicht, sind somit ganz normal aufzuführen. Der Abzug dafür ist aufzuführen nach Nettolohn 1. Werde ich aber bei der Erläuterung der Lohnabrechnung auch nochmal erwähnen. Wir haben also den Auftrag hier, die Lohnabrechnung für den Monat Februar. Und meine Damen und Herren, es ist fett geschrieben Februar. Vielleicht sollte ich dann doch mal nach oben schauen und sehen, okay, Andreas Bütikofer wurde bereits im Januar 65, somit kommt er in den Genuss sämtlicher Vorzüge, die Rentner haben, das heißt Reduktion der AHV-Pflicht. Er ist nicht mehr BVG-pflichtig, auch wenn hier BVG aufgeführt ist, und er ist nicht mehr ALV-pflichtig.
Wenn Sie diesen Umstand beachten, haben Sie schon einen großen Teil dieser Aufgabe korrekt gelöst. Das heißt, Sie setzen die ALV mit 0 ein, den ALV-Zusatz mit 0 ein und Sie setzen das BVG mit 0 ein. Wenn Sie dann so clever waren oder so gut gelesen haben, dass Sie festgestellt haben, dass wohl KTG aufgeführt ist, dieses aber durch den Arbeitgeber bezahlt wird, dann haben Sie auch diesen Punkt bereits in der Tasche. Das heißt, Sie führen auch hier nicht das KTG auf, sondern als Basis 0. Schauen wir uns kurz das Zustandekommen des Bruttolohnes an. Wir haben also den Stundenlohn mit den geleisteten Stunden, führt uns zu einem Total von 4.914. Dann gelangt die Ferienentschädigung basierend auf dem ausmultiplizierten Stundenlohn und die Feiertagsentschädigung auf der gleichen Basis zur Anwendung. Hier die entsprechenden Summen von 439, 169, 55. Und wir haben den anteiligen 13. Monatslohn, auch hier Lesekompetenz. Es ist beschrieben, dass der anteilige 13. Monatslohn, dass der berechnet wird aus dem Stundenlohn inklusive Ferien- und Freitagsentschädigung. Hier eine Erwähnung meinerseits, es ist gesetzlich beides erlaubt. Ich darf einen 13. anteiligen Monatslohn bei einem Stundenlöhner auch vom ausmultiplizierten Stundenlohn ausrechnen. Also auch diese Methode wäre opportun. Wir haben aber hier die Angabe, dass es nicht so sein soll, sondern wir die beiden Summen ebenfalls berücksichtigen sollen. Und somit haben wir hier auch eine entsprechend höhere Basis für den anteiligen 13. Monatslohn. Bitte nehmen Sie mit, wenn Sie es noch nicht wussten bis anhin, dass der anteilige 13. Monatslohn bei einem Stundenlöhner immer 8,33% beträgt, weil man 100 durch 12 oder 1 durch 12 rechnet und das ergibt 8,33%. Man nimmt also repräsentativ einen Zwölftel. Dann als nächster Knackpunkt die Reduktion bei der Sozialversicherungspflicht für die AV, IV und EO. Wir haben hier die Reduktion gegenüber dem Bruttolohn von 1.400 Franken. Dann die NBU, die ganz, ganz normalpflichtig wird für Herrn Bütikofer, führt uns dann zu einem Total der Abzüge von 288,25. Bitte runden Sie, falls nicht anders angegeben ist, das Subtotal jeweils auf 5 Rappen, weil das Usus ist. Wenn Sie mir jetzt sagen wollen würden, dass das doch in einer letzten Prüfung mal eine Rappenabrechnung war, dann entspricht das nicht der Realität. Gefühlte 99,97% der Schweiz rechnen ganz sicher nicht mit einzelnen Rappen ab, sondern runden entsprechend auf 5. Wir haben dann den Nettolohn 1 von 5.662,20. Hier kommen dann die Spesen dazu von 42,50 Franken und der Bezug der Rekoschecks wird abgezogen. Ein kleiner Tipp aus meinen leidvollen Erfahrungen als Korrekturexperte. Sehr viele Leute vergessen hier das Vorzeichen. Bitte stellen Sie explizit das Vorzeichen vorweg, weil hier können sowohl Zuschläge wie auch Abzüge, die nicht den Sozialversicherungen unterliegen, zur Anwendung gelangen. Und wenn Sie das Vorzeichen vergessen, dann ist halt in Gottes Namen auch das Ergebnis dann nicht das Richtige. Wäre vor allem der Fall, wenn wir hier ein Privatanteil Auto hätten, das habe ich zuvor mal kurz erwähnt, dann wäre die Belastung hier oben und die Entlastung mit einem Minus wäre hier unten. Sonst zahlen Sie es ja aus, wenn Sie es dann nicht entlasten. Gut, abschließend noch, ich bin so ziemlich in der Zeit, ein paar Bemerkungen zur Prüfungsintelligenz. Gerade beim Lohn- und Sozialversicherungsbereich ist es so, dass die Schlussprüfung sehr viele Aufgaben aufweist. Man fühlt sich erklärlicherweise auch unter Zeitdruck. Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich Ihnen dringend, nehmen Sie sich trotzdem die Zeit und schauen Sie kurz an, welche Aufgaben werden dann auch recht bepunktet. Wenn Sie zum Beispiel Aufgaben vorfinden sollten, die in Form einer Multiple-Choice-Aufgabe dargestellt sind, also ich kann verschiedene Ausprägungen ankreuzen, die Aufgabe können Sie dann auch noch kurz auf gut Glück ausfüllen, wenn die Prüfungsaufsicht vorne sagt, bitte bereit machen abzugeben.
weil da haben Sie einen 50-50-Joker, dass das richtig ist. Aber Aufgaben wie Lohnabrechnung oder Lohnausweis sind zeitintensiv, ergeben aber in der Regel doch auch viele Punkte. Also orientieren Sie sich auch an dem. Ein weiterer Tipp: Starten Sie mit einer Aufgabe, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie sie auch wirklich gut lösen können. Der Einstieg in eine Prüfung ist immer psychologisch sehr wichtig. Wenn ich dort schon auf die erste Knacknuss stoße und nicht vom Fleck komme, dann dürfte auch der weitere Verlauf dieser Prüfung erschwert werden, weil ich das dann wie einen Rucksack immer mitnehme und vielleicht auch ein Zeitdefizit aufweise, dass ich am Ende die Aufgaben, die ich eigentlich lösen könnte, zeitlich nicht mehr lösen kann. Und lösen Sie vor allem im Lohn- und Sozialversicherungsbereich mit der notwendigen Ruhe. Schnelligkeit geht hier nicht vor Qualität, weil Qualität wird hier entsprechend auch bepunktet. Auch wenn es viele Aufgaben gibt.